Hallo, ich begrüße dich zu einem weiteren Video mit mir. Ja, heute bin ich mal wieder unterwegs, auf der Suche nach römischen Artefakten und habe heute wieder meinen Deus dabei mit der elliptischen Spule. Ja, gesponsert werde ich von meinem Freund Jochen Reifenrath, abenteuer-schatzsuche.de und ja, da bekomme ich mein ganzes Equipment für die Suche. Und ja, ich versuche heute mal wieder euch ein paar schöne Funde zu präsentieren. Wir haben heute ein Top-Wetter. Wir sind schon Mitte November. Die Feldersaison neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende zu. Die Bauern sind wieder fleißig ihr Winterweizen am Einbringen, den Gründünger. Ja, und ja, jetzt habe ich hier eigentlich einen Acker wieder erwischt, der gerade noch frei ist. Und ich werde euch gleich im Anschluss natürlich meine Einstellungen zeigen. Ja. Für alle, die es noch nicht wissen, ich gehe heute wieder mit meinem selbst erstellten Ackerprogramm. Dieses Programm erstelle ich mit dem Werksprogramm HOT. Wichtig ist da euch noch zu sagen, in dem HOT-Programm stelle ich natürlich auch die Töne um. Also ich gehe da in mein Dreiton-Programm rein. So, wer hinterher mal meine Einstellungen oder meine Programme haben möchte, der kann mich gerne anschreiben. Dem kann ich sie per E-Mail zukommen lassen oder über Facebook zukommen lassen. Und ja, das sind aber, ihr müsst das so euch vorstellen, das sind nur Basiseinstellungen. Die Haupteinstellungen müsst ihr immer, und das rate ich auch jedem, egal ob er jetzt einen Deus hat oder was für einen Detektor, immer vor Ort machen. Weil überall sind die Böden etwas anders. Man hat ja, Interferenz mit Elektrosmog, mit vielleicht Überlandleitung oder Unterlandleitung. Man hat selber ein Handy mit. Ja, wie gesagt, man hat genügend Störquellen bei sich oder man ist mit Bekannten unterwegs. Wie gesagt, man muss alle Einstellungen, letztendlich die Haupteinstellung wie den Bodenabgleich, also beim Deus ist es die Ground Balance, aber den Bodenabgleich machen, den Sensor, also die Sensibilität, wie das Gerät reagiert, immer vor Ort einstellen. Aber jetzt genug dem Ganzen. Wir sehen uns gleich nach meinem Intro mit den Einstellungen. Also bis gleich. So, jetzt sind wir bei den Einstellungen. Wie gesagt, ich benutze mein Ackerprogramm. Als allererstes nehmen wir die Ground Balance vor. Das machen wir über das Menüfeld Pumpen. So, drücken auf Start. So, wir haben jetzt einen Wert von 84, den regle ich künstlich runter, also manuell runter auf 82. Dann gehe ich dort in die Experteinstellung und nehme den Bodennotch vor. Das mache ich deswegen. Man hat ja auch viel mineralisches Gestein auf Äckern, dann eventuell auch Koksgestein. Also das regle ich ein bisschen runter, dass das nicht so extrem angezeigt wird. Also von 90 bis auf 85 gehe ich runter. So. Dann gehe ich hier raus, dann gehe ich ins Hauptmenü. Dort habe ich den Disk auf 5 eingestellt. Dann habe ich den Sens zurzeit auf 90. Da gehe ich aber hoch bis auf 94. Dann die Frequenz ist bei mir zurzeit auf 14,4 Kilohertz. Die belassen wir so.
Dann die Eisenhower-Schack auf 1, die habe ich deswegen auf 1 und belasse sie auf 1. Ich könnte sie auch ganz rausnehmen, aber dafür bekomme ich, wenn ich jetzt auf 1 lasse, wenn jetzt ein Buntmetall neben einem Eisenobjekt liegt, immer ein Mischsignal. Und so könnt ihr dann selber entscheiden, grabe ich oder grabe ich nicht. Ich rate jedem immer Mischsignale zu graben, weil manchmal hat man das Glück, dass man wirklich ein positives Signal neben einem Eisenobjekt liegen haben und könnte ein guter, ja, ein gutes Fundobjekt sein. So, dann gehen wir weiter in die Reaktionszeit. Die Reaktionszeit habe ich zumeist immer auf dem Acker auf 3. Und in der Expert den Bodenfilter auf 0. Auf minus 1 gehe ich deswegen nicht, weil dann zu viel, ja, ich sag mal, man kriegt dann zu viele Anzeigen. So, die Autoresponse habe ich auf 4. Also die würde ich auch nicht höher setzen, sonst kommen tiefliegende Signale immer sehr laut und man meint, sie werden oben. So ist so ein gesunder Mittelwert auf 4 zu lassen. In der Expert dann die Audio-Sättigung, die habe ich auf 1. Wenn ich sie auf 2 setze, dann kommen die oben liegenden Signale ja so richtig blechernd rein. Das will ich nicht und deswegen auf 1. So. Und das sind jetzt mal, achso, noch den Notch habe ich auf 0 bei diesem Programm belassen. Alles andere bleibt dann so, wie ich euch das gesagt habe. So, und das sind jetzt meine Einstellungen. So, ich versuche euch heute schöne Funde zu präsentieren. Ihr wisst ja selber, das Suchen hat alles was mit Glück zu tun. Kommt man rüber, dann ist man erfolgreich. Kommt man nicht rüber, ja, dann ist vielleicht der Kumpel erfolgreicher. Ja. Also wir sehen uns gleich beim ersten Fund wieder. Also bis gleich. So, jetzt habe ich hier mein erstes positives Signal. Liegt auf Signal 75, 76. Sehr stabil. Sehr laut, wie ihr hört. So, dann wollen wir doch mal gucken, was es ist. Etwas tiefer. So, es ist draußen. Jetzt wollen wir mal gucken, was es ist. Ihr seid ja live dabei. Vielleicht ist schon das erste Signal was vernünftig. Nein, ist es nicht. Oder doch? Nee, es ist so wie es aussieht von der Uhr. Na, lassen wir mal gucken. Ich glaube, das könnte von der Uhr sein. Der Schnappverschluss. Ja, ja, so schaut es aus. Also nichts Besonderes. Ja, alles klar. Ja, so kann es gehen. Also, dass ihr auch mal seht, wir lassen jetzt mal. Ich habe mir heute mal gesagt, wir werden mal ein paar Funde. Dann wird das Video was kürzer. Denke ich mir mal, ich werde nicht alles zeigen können, aber dann seht ihr mal so von Anfang an, was alles so kommt, dass nicht immer alles nur römisch ist. Alles klar, bis gleich. So, wir sind beim nächsten Signal. Liegt bei 82, wieder stabil, sehr laut. Ihr hört ja selber. Jetzt gucken wir mal. Ja, tiefer oder an der Seite. Tiefer also. Sehr viel tiefer. Machen wir direkt mal. Jetzt haben wir ungefähr eine Tiefe von 25, 30. Und das ist immer noch da oder ist es an der Seite? Habe ich mich nur verschätzt. Mal gucken. Ah, da haben wir es schon. So, ein Flaschendeckel. Kann man jetzt sehen. Ja, durch die Masse natürlich relativ gut angezeigt. Okay, dann bis gleich.
So, hier haben wir wieder ein Signal. Licht bei 75. Sehr laut. Ich denke auch nicht sehr tief. Sehen wir jetzt. Ja, war auch nicht tief. Okay, da ist es. Dann wollen wir mal schauen. Ne, hier ist es schon. Ah, ja. Eine abgebrochene Patronenhülse. Okay. So, ganz hier, ne? Jetzt seht ihr mal selber. Nicht immer alles ist römisch, was man ausgräbt. So, hier habe ich wieder ein Signal. 43er. So. So, es ist draußen, einfach der Signal. So, ihr seid wieder live mit dabei. Ah, Mensch, endlich, so, das ist natürlich das, was ich suche. Top. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine römische Nadel oder ist es schon Bronzezeit? Eine komplette Nadel. So. Top. Ja. Dafür kann man auch mal vor der Kamera tanzen. So. Geil. Ja. Das nenne ich mal ein Top-Fund. Sehr schön. Komplett. Aber man sieht hier auch schon leicht die Patina abgehen. Aber halb so wild, das kriege ich wieder hin. Hier oben, ich hoffe, dass man es im Bild sehen kann, sind Längsverzierungen rum. Der Kopf, der Nadelkopf, der wird auch verziert sein. Top. Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich das Teil hinpacke. So ein großes Fundbehältnis habe ich gar nicht bei. Ne, das müssen wir jetzt anders einpacken. Alles klar. So, ich hoffe, dass es jetzt losgeht mit den guten Funden. Also, bis gleich. So, jetzt war ich hier circa 1,5 Stunden auf dem Acker. Ich habe ja jede Menge Schrott gefunden. Das kann ich euch ja nicht alles zeigen, dann würdet ihr den Rahmen sprengen. Und natürlich die schöne Nadel. So, das war alles. So, die Kumpels von mir, die zwei, die haben auch nicht viel mehr gefunden als wie Blei. Ein paar Stüber, das war es hier. Wir haben uns hier mehr vorgestellt, aber das ist jetzt erstmal das Video bis hierhin. Ich werde jetzt einpacken und wir werden zu einer neuen Stelle fahren. Und danach melde ich mich auf der neuen Stelle bei euch wieder mit hoffentlich besseren und weiteren Funden. Also bis gleich. So, nach langem Hin- und Herfahren sind wir jetzt am zweiten Acker angekommen. Wir sind jetzt bestimmt, ja gut, 2,5, 3 Stunden quer durch die ganze Eifel, um einen freien Acker noch zu finden. Wir haben es jetzt kurz vor 4 Uhr. Wie gesagt, wir sind Mitte November. Ja, und jeder, der weiß, noch eine Stunde, dann wird es düster. Ja, heute war eben nicht viel mit Funden gewesen, außer die Nadel. War viel Schrott dabei. Jetzt hoffen wir, dass wir hier noch unsere Abschlussrunde machen werden. Und ich werde euch wieder mitnehmen. So, ich werde jetzt hier euch nicht die Einstellung, neue Einstellung machen. Also, das wäre jetzt blöd. Ich werde euch gleich beim ersten Fund dazu holen. Also, bis gleich. So, hier haben wir das erste Signal. Liegt bei 84, sehr sauber von allen Seiten. Wollen wir mal schauen. Es ist draußen, jetzt ist es ein bisschen
bisschen Knacken dabei, aber wir sehen ja jetzt, was es ist. Da haben wir es schon, glaube ich. Was ist das? Ein Wurstbällenring, ja. Ein Wurstbällenring, ja. Alles klar. So. Dann bis auf weiteres. Nächstes Signal. Ungefähr 5 Meter weiter. Ein 2/7 Signal. Ja. Und weg. So, der Hund ist draußen und ich glaube, ich kann es schon sehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er will. Ich werde bekloppt. Ein Goldschüsselchen. Hör mal, ein goldenes Schüsselchen. Du dreckige Drecksau, du. Das ist doch ein Arschloch, der Pino. Der Pino ist einen widerlichen Drecksack. Mir bleibt das Herz verstehen. Deswegen stehen auch die zwei Pappnasen. Ihr habt das, ne? Die lachen sich beide scheckig. Haben die mich verarscht? Ey, mir bleibt das Herz stehen. Also echt, ihr Arschlöcher. Zeig mal deinen Pfund. Ja, hier. Haben die zwei einen Spaß gehabt. Ich denke, mich trifft der Schlag. Naja, ja gut. So soll's sein. Alles klar. Das bleibt auch im Video drin. So, dass die Leute das sehen. Alles klar. Bis zum nächsten. Nach dem Schreck von eben. Ich hoffe, ich schätze mal ein reales Signal mal wieder. 59. Ja. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde. Und die freuen sich immer noch. Ja, ja, ich werde mir was ganz Besonderes für die zwei einfallen lassen. So, das ist draußen. Jetzt ist es ein 60er Signal. Wollen wir mal gucken. Ach, nee. Und da freuen die sich wie kleine Kinder. Und ich hab jetzt wieder Schabwerfer. Aber nein. Na, wo ist es denn hier? Ach, da liegt. Ha! Und was haben wir hier? Ja. Nur Knopf, glaube ich. Ja, ihr seid mir ein paar. Ich glaube, das ist ein Knopf, den sie garantiert nicht hingelegt haben. Ob da was drauf ist, weiß ich noch nicht. Na, lassen wir mal gucken. Das wird doch schon leicht dämmerig hier. Ja, ich kann es noch nicht sagen. Oder ist es ein Beschlag? Ich glaube, eher ist es ein Knopf. Okay, dann bis gleich zum nächsten. So, hier haben wir wieder ein weiteres Signal. 67. Ihr seid wieder live dabei. Weiter hier in der Ecke. Ja, draußen. Ja, wollen wir mal gucken. Na, wo ist er denn? Ich glaube, da nimmt er meine Schuppe. Nein, ja. So ist es. Wo ist es jetzt? Na? Hat die Schuppe? Na? Wo haben wir denn jetzt das Signal? Müssen wir nochmal gucken. Pinpointer aus. So, hier vorne muss es sein.
Ah ja, ja, ich sehe es schon. Und ich glaube, das ist die erste Römermünze. Ja. Heute der erste Volli. Oder was davon übergeblieben ist. Ja. Okay, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Machen wir es mal so. Ah, so, so. Auf die Hand. Schwarzer Hintergrund. Ah, besser geht es nicht. Müsste man schon glauben, dass das ein Volli ist. Alles klar. Okay, dann bis zum nächsten. So, noch keine 2 Meter entfernt hier das Volli-Signal. Hier das nächste Signal. Ein 50er-Signal. 49,50. Ach, wollen wir mal gucken, was das hier ist. Ich habe mal jetzt was mehr Glück. Erstmal ein bisschen platt machen. So, hierbei muss es liegen. Schauen wir mal. Also hierbei muss es sein. Okay. Nein? Ist das wieder so klein? Oh, das macht doch schon ja keinen Spaß mehr, die kleinen Teile rauszupinkeln. Na, wo ist es denn jetzt? Das ist jetzt runtergefallen. Das ist wieder so klein. Ach nee, Leute, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist nicht meine Welt, die ganz kleinen Teile. Oder ist es was anderes? Nee, ich habe mich vertan. Da liegt sie. Ich hatte hier wohl was Mineralisches gehabt und hier liegt die kleine Römermünze. Ja, ein Volli, glaube ich. Oder? Ja. Ja, ein kleiner Volli. Ja, ungefähr, ja, wie gesagt, einen Meter danach, ein ganz kleiner römischer Volli. Okay, dann machen wir weiter. Bis gleich. So, hier haben wir noch ein 72er Signal. Außer mit einem Haufen drin. Bisschen breit. So, hier vorne liegt das irgendwo. Jetzt hoffen wir, dass was vernünftig ist. Ne, ich sehe jetzt schon wieder ein Stück Blech. Mittlerweile das gefühlte 500. Blech. So, wie sagt Carsten immer so, Scheiße, Kacke. Ja, was guckt ihr zwei? Ich hab da ein schlechtes Gewissen. Ja, zwei Kameraden. Das ist mein letztes Signal für heute. Ein positiver Ton, aber kein Neidwahn. Vielleicht tiefer. Mal schauen. Draußen. Oder ist es mineralisch gewesen? Sehen wir jetzt. Nein, jetzt haben wir einen 66er Leitwert. So, auf der Kamera kann man es kaum sehen, aber wir haben es schon fast düster. Und ich bin schell wie jüdisch im Düstern. Ja. Wo haben wir es? Ne? Na, ist es das schon? Nein? Ich kann euch sagen, es ist so klein.
Oh, das ist hier. Der Schnipsel ist jetzt hier. Der kleine Schnipsel hier. Na, doch nicht. Aber so ein kleiner Schnipsel war es. So, Feierabend. Ich habe die Schnauze voll für heute. Alles klar. So. Jetzt sind wir heute zum Schluss hier am Auto und jetzt zeige ich euch wie immer, was jetzt so an Schrott dabei war. Also heute war wirklich ein reiner Schrotttag, bis außer, ja, wie gesagt, die Haarnadel und das goldene Schüsselchen, ja, wo die zwei mich gut mit dran bekommen haben. Aber wartet ab, ihr zwei, ihr seid auch noch richtig dran. Ja, ist das hier zusammengekommen. Also, ihr seht, ich war fleißig gewesen. So, jede Menge Schrott. Okay, hier ist noch eine Münze. Okay, die tun wir mal raus. Da zählen wir mal nicht das Schrott. Sonst wird ja wieder hinter. Oh ja, was haben wir denn noch? Ja, sonst ist ja jede Menge Schrott dabei. So, das war es für die Novemberfolge. Oder viel mehr. Das wird die Dezemberfolge. Die Novemberfolge ist ja schon fertig. Ja, dann wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Das Video geht online ab dem 15. Dezember. Also wenn ihr das seht, wir haben jetzt erst November. Also am 15. Dezember geht das online. Da möchte ich mich nochmal zum Schluss beim Jochen Reifenrad, www.abenteuer-schatzsuche.de, bei meinem Sponsor bedanken für meine Ausrüstung, die ich von ihm erhalte. Und wenn ihr ja Infos über XP-Geräte braucht oder ich sag mal ein bisschen Beratung, ich kann euch helfen. Der Carsten Konze, das ist der German Treasure Hunter, der kann euch helfen. Wir beide sind ja bei Jochen, ja, oder wir werden von Jochen gesponsert. Wie gesagt, wir kennen uns ziemlich gut mit den Geräten aus. Und ja, ansonsten habt euch wohl. Bis zum nächsten Video mit mir. Bis dann. Tschüss.